Ich will Sie nicht enttäuschen, liebe Kolleginnen der CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, zu der Notwendigkeit dieser Debatte hat der Kollege Breuer ja eben schon was gesagt. Wir diskutieren das natürlich immer gern, weil es auch notwendig ist, aber die Frage, ob ein Eilantrag heute notwendig gewesen wäre, bei allem Respekt auch vor dem Präsidium. Das, was wir heute diskutieren und auch beschließen sollen, auch laut FDP-Antrag und laut rot-grünem Entschließungsantrag, haben wir schon mehrfach hier im Hohen Haus diskutiert und auch mehrfach beschlossen. Und der Bundesratsbeschluss von Anfang Februar, den Kollege Rasche eben erwähnt hat, dieser Bundesratsbeschluss geht ja maßgeblich auf Initiative des Landes NRW zurück mit den Kolleginnen und Kollegen beispielsweise aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und anderen. Also von daher kann man sich schon fragen, warum heute an diesem Zeitpunkt nochmal die Debatte, aber sie ist natürlich dringend notwendig, weil die Pkw-Maut immer noch vor der Tür steht und die Gefahr ist ja da, dass sie im Bundesrat beschlossen werden soll und lieber im Bundestag beschlossen werden soll. Meine Frage ist, wir würden gerne, dass im Bundesrat darüber diskutiert wird und die Frage ist, warum die CDU nicht die Souveränität besetzt, Herr Kollege Fussem. Sie haben eben gesagt, wenn es rechtliche Bedenken geben sollte, muss man das diskutieren, sonst kann man es nicht beschließen. Warum nimmt die CDU und die CSU und ihr Verkehrsminister denn keine Rücksicht auf den Bundesratsbeschluss und lässt keine Diskussion im Bundesrat zu? Der Bundesrat fordert ja gerade die Länderbeteiligung ein. Und es gibt auch einen Grund für diese Länderbeteiligung, weil nämlich mit diesem Gesetz ein wichtiger Part auf die Kfz-Zulassungsstellen übertragen werden soll, die dadurch eine Mehrbelastung haben und auch mehr Kosten. Und die Kfz-Zulassungsstellen liegen in Länderaufsicht. Deswegen wäre es dringend notwendig, dass der Bundesrat eben genau über dieses Pkw-Mautgesetz berät. Und das wird von Seiten der CDU und CSU ausgeschlossen. Und das ist an dieser Stelle scharf zu kritisieren, sehr geehrte Damen und Herren. Die Grüne Bundestagsfraktion hat gestern ein Kurzgutachten vorgestellt von einem Gutachter hier aus NRW, mit dem die FDP auch schon, wie man hörte, mehrfach zusammengearbeitet hat. In ganz kurzer Zusammenfassung, das, was an Zahlen im Raum steht, nämlich dass 700 Millionen Euro zusammenkommen sollen mit dieser Ausländer-Pkw-Maut, ist null und nichtig. Die Berechnungen sind auch falsch, und zwar deswegen, weil in der Vorlage der Bundesregierung sowohl die nach Deutschland einfahrenden, einpendelnden Pkws als auch die auspendelnden Pkws zusammengerechnet worden sind. Aber wenn man denn, und das ist ja wohl hoffentlich dann der Fall, wenn dieser Unsinn beschlossen werden sollte, man bezahlt ja nicht doppelt, sondern man bezahlt eben nur einmal, nämlich wenn man nach Deutschland einpendelt. Und wenn man dann die zusätzlichen Kosten über die Infrastruktur, die dafür geschaffen werden muss, abzieht, kommt man maximal auf einen Betrag von 80 bis 140 Millionen Euro. Und das ist null und nichtig, wenn man sich anguckt, wie hoch der Bedarf im Bereich der Infrastrukturfinanzierung ist. Das heißt, der Beitrag, der über eine Pkw-Maut hereinkommen würde, deckt nicht annähernd das, was notwendig wäre und macht diese Pkw-Maut letztlich null und nichtig. Und das Kurzgutachten der Bundestagsfraktion der Grünen belegt das auch noch an dieser Stelle. Warum nehmen wir jetzt nicht den FDP-Antrag einfach und beschließen ihn heute? In diesem FDP-Antrag steht viel Vernünftiges drin, aber es fehlt auch was. Nämlich es fehlt komplett, wie sich nämlich die FDP die Infrastrukturfinanzierung vorstellt. Was ist denn mit einer Ausweitung der Lkw-Maut beispielsweise? Was ist mit anderen Finanzierungsinstrumenten? Und was ist, das muss man an dieser Stelle dann auch mal fragen, mit der Debatte, die uns jetzt ab April bevorsteht? Nämlich mit der ganzen Debatte um ÖPP. Denn wir werden ja ab Mitte April angekündigt vom Bundeswirtschaftsminister Gabriel, eine große Vorlage bekommen zur Privatisierung der Verkehrsinfrastruktur. Mehr ÖPP-Projekte, ein großer Schattenhaushalt wird aufgebaut werden und wir werden die Situation haben, dass das, was wir heute an Infrastrukturfinanzierung in Deutschland haben, die aus öffentlicher Hand geleistet wird, in Zukunft gar nicht mehr stattfinden soll, sondern dass Versicherungskonzerne und andere Unternehmen in private Vorleistung gehen und unsere Infrastruktur finanzieren. Das ist doch eigentlich die Debatte, die ansteht. Und die wäre auch notwendig, sie heute hier mal zu führen. Das wäre eine spannende neue Debatte. Und da frage ich mich, wie sich der Landtag da positioniert, wie die Fraktionen sich dazu positionieren. Das wäre interessant, mal das zu diskutieren. Nicht nochmal zum sechsten oder siebten Mal die Für- und Gegenargumente für die Pkw-Maut. Ich meine, es gibt auf jeden Fall gute Argumente gegen einen Einstieg in ÖPP. Es gibt zahlreiche Bundesrechnungshofberichte, die da vielfältig Kritik geübt haben, wenn man sich den Bau der A7 zum Beispiel anguckt.
Das ist die Debatte, die in den nächsten Monaten ansteht. Und ich fände das für den Landtag mal sinnvoll, diese Debatte hier zu führen und dann eben auch zu fragen, wie soll die zukünftige Finanzierung unserer Verkehrsinfrastruktur aussehen? Wollen wir das öffentlich finanzieren aus öffentlichen Geldern oder wollen wir in die private Finanzierung eintreten? Da bin ich eindeutig dafür, dass wir bei der jetzigen öffentlichen Finanzierung bleiben und dass wir die Schritte machen, die in der Dehre- und Bodewig-Kommission längst verabredet sind, eine Ausweitung der Lkw-Maut, die Gelder dafür einsetzen und die Finger weg von der jetzt geplanten Ausländermaut an dieser Stelle. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Glocke, für die Fraktion der Piraten.